Außer mein kleines Geschenkchen. Ich habe Chris vor einer Woche das erste Mal getroffen und dann hat er geschwärmt von diesem Balmer Cider und ich habe das dann auch mal probiert und es ist echt gut. Und es ist leider nicht gekühlt, aber nochmal großen Applaus für Chris. Danke, dass du da warst. Als nächstes würde ich gerne immer nochmal auf die Bühne kommen. Bravo! Ja. Ich glaube, das gefällt dir. Das braucht nicht. Ja, ich dachte mir, mit sowas Kleinem gibst du dich nicht zufrieden, gell? Also, auch nochmal für Ömer. Applaus, dass du da warst. Dankeschön. Und zu guter Letzt kommt noch die liebe Jutta. Ich kenne ihr Instagram-Profil. Sehe dort immer farbenfrohe Blumen und ganz viel Buntes und deshalb habe ich für dich natürlich noch einen Blumenstrauß. Auch danke nochmal an Jutta. Ich muss dem Moritz jetzt das Mikrofon nochmal wegnehmen, weil ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei ihm bedanken. Ich finde es super toll, dass du das hier in die Hand nimmst und endlich etwas machst, ja? Weil in Basel gibt es im August schon die 14. Ausgabe und ich habe immer gewartet, wann passiert was in Freiburg, wann passiert was in Freiburg und jetzt endlich hast du das in die Hand genommen und ich möchte euch alle bitten, ihn ganz, ganz toll, ganz intensiv zu unterstützen, allen zu erzählen davon und das nächste Mal muss jeder von euch mindestens 3 Leute mitbringen, okay? Und darüber reden und einfach das Ganze weitertragen. Und ja, wir sind eure Familie in Basel, kommt uns besuchen dort auch und wir müssen zusammenhalten. Ja? Es sind nicht viele Kilometer, die uns trennen. Also danke euch. Quatschen, wer Lust hat zu gehen, darf gehen. Es gibt viel zu reden. Wenn nicht auf der Bühne, dann jetzt hier. Mischt euch unter die Leute und ich wünsche euch noch einen schönen Abend und Dankeschön für alles.